Naja, ehrlich gesagt bin ich wegen des Popcorns hier und nicht wegen des Films. Oh, dann verdiene ich auf jeden Fall. Ah, die ganz neue Sorte mit Durian-Geschmack, meinen Sie? Wissen Sie, die habe ich mir selbst ausgedacht. Ich habe es noch nicht probiert und ehrlich gesagt möchte ich das auch gar nicht. Nein, man muss schließlich immer neue Ideen haben, wenn man möchte, dass die Kunden auch schön wiederkommen, stimmt's? Ich habe Pip gerade mal probieren lassen. War nicht gerade ihr Ding. Ich merke schon, dass Sie an allen Bereichen des Geschäftes beteiligt sind. Wie interessant. Es ist nicht mehr, also es... Simo, mach mir keinen Druck. Nun, dieses Popcorn hat einen wirklich einzigartigen Geschmack. Ich will nicht wissen, was er damit gemacht hat. Ja, also normalerweise ist ja Popcorn es auch immer so in Butter. Salzig. Und es war so, ich weiß nicht, es hatte so einen weißen Schimmer. Das war zu viel. Ja. Vielleicht ein bisschen zu einzigartig. Ein gutes Beispiel dafür, dass Mühe allein nicht immer zu sinnvollen Ergebnissen führt. Ich denke mir selbst, ich werde mir selbst ein Bild davon machen. So, wo bekomme ich es denn? Und dann mag es keiner und Catriel darf alles davon essen. Es wird dort drüben an der Bude verkauft. Zeigen Sie einfach Ihren Gutschein vor und dann bekommen Sie eine Portion. Ach, schauen Sie mal, das ist Frau von Doppelpfund. Oh. Wer wird das wohl sein? Wer wird das wohl sein? Vielleicht die... Die ganz dünne. Rundlichere. Die ganz dünne ist... Die dünnste von allen ist Miss Doppelpfund. Doppelpfund, bestimmt. Ja. Sie sollten sich ihr auch vorstellen. Frau von Doppelpfund, gehört sie auch zu den sieben Löwen? Ohoho, Bertha von Doppel... Jetzt auch noch ein Kuhname als Vorname. Das ist echt gemein. Bertha von Doppelpfund ist ein Name, den Sie sich merken sollten, Miss Layton. Und noch ein Tipp, vergessen Sie nie das Frau von. Hohoho. Sie kontrolliert ein wirklich gigantisches Geschäftsimperium, das sich rund um den Globus erstreckt. Wissen Sie, ja, sie lebt und atmet Geld geradezu. Früher sagte man, dass die Sonne im britischen Empire nie untergeht. Nun, wenn man diese Metapher hier übertragen will, dann ist Frau von Doppelpfund die Sonne. Und genauso rund. Ja. Weißt du, nur noch ein paar Kilo mehr und sie würde wirklich ihre eigene Kernfusion hinkriegen. Sie ist das, was man uns alle zusammenhält. Ja, wegen ihrer Anziehungskraft. Die Löwenmutter, könnte man sagen. Ich verstehe. Nun, sie klingt echt überlebensgroß. Wenn Sie wollen, dass Ihre Direktor irgendeine Aussicht verfolgt hat, wäre es klug, sich mit Frau von Doppelpfund und Snowfall in Catriel. Ich schätze, die Arbeit als Selektiv beruht auch darauf, gute Kontakte zu den Leuten zu pflegen. Das stimmt. Ich könnte ja mal Hallo sagen, während ich mich für das Popcorn anstelle. Während Sie sich für das Popcorn anstellen, Sie haben wohl noch nicht begriffen, wie wichtig sie ist, oder? Naja, aber ich wette, die wird auch bei dem Popcorn sein. Ich meine, irgendwie muss die ja so reich geworden sein an... Okay, stellen wir uns mal an. Aber nicht blöd. Popcornbude. Da sind wir endlich, die Bude. Es wird Zeit, dieses ganz neue Popcorn zu probieren. Oh nein! Was ist denn? In dieser Bude ist niemand. So kriege ich kein Popcorn. Das Leben ist es nicht mehr wert. Nein, ich will meine Schokolade. Also ohne Nutella? So würde ich wahrscheinlich auch so reagieren. Vergiss das, Miss. Wie wär's, wenn wir uns lieber Frau von Doppelpfund vorstellen? Oh, so nah und doch so fern. Ich will mein Popcorn.
Lass die Mundwinkel nicht hängen, Miss. Denk daran, dass Mr. Heller meinte, sie könnte ein sehr nützlicher Kontakt sein. Ja, gut, dann wollen wir mal eben Hallo sagen. Ich will trotzdem noch mehr Popcorn. weißt du, welche Dame es denn ist? Vielleicht die rundlichere? Ich vermute, dass es die Dame dort drüben ist, nach der wir suchen. Ja, ich glaube, du könntest recht haben. Sie passt wirklich auf ihren Namen. Sie wirkt sehr wohlhabend. Ja, klar. Das ist echt. Das ein Rätsel ist in der Bude. In der Bude hier? Oben. Oben? Bei dem Pokéball? Ja. Okay. Alpen-Pokéball. Oh, schau nur, Miss, ein verstecktes Rätsel. Da. Gut gefunden, Ernest. Magst du es auch gleich lösen? Ich? Also gut. Ich kann mich als würdiger Assistent der großen Detektivin Catriel Layton wohl kaum von einem Rätsel ins Boxhorn jagen lassen. Oder so. Mach mal eine Pause. Ja, genau. Also würde ich dir auch jetzt empfehlen bei dem Rätsel. Nö. Aber dann... Oh Gott. Wollen wir mal gleich gucken, ob es wieder Katana ist? Katakana? Katakana. Ein englisches Wort, also glaube ich eher nicht. Eines Nachmittags kommst du an ein seltsames Schild von einem Laden an der Stadt vorbei. Was könnte es bedeuten? Die okay. Antwort ist ein englisches Wort mit 6 Buchstaben. Minus. Hä? Ach so, nee, ich müsste mal auf meinen Bildschirm gucken. Das wäre gemein sonst. Mhm. Hast du es bei mir geguckt? Ah. Nein, also hast du es schon? Nein, glaube nicht. Also ich habe auf jeden Fall... Warte mal. Ah! Ich meine, ich kann es irgendwie nicht schreiben, aber... Das O wird mir gar nicht... Ach, ist ja... Ich habe auf meine Seite geguckt, aber ich habe ja auch hier mein... Ich krieg das mit dem Schreiben nicht hin. Ich bin auch scheiße. Hä? Oh, ich hab's falsch. Ich krieg's nicht hin. Was willst du denn für einen Buchstaben? Ich brauche ein E. Na, ich weiß nicht. Wieso klappt das nicht? Ich benutze mal kurz mein Handy als Übersetzer. Hm? Wieso als Übersetzer? Weil ich nicht genau weiß, wie man es schreibt. Man schreibt es so. Ja, macht man. Bestimmt willst du das gleiche Wort wie ich eingeben. Also ehrlich gesagt, ich scheitere hier ja bloß an dem... Das können wir doch nicht werten. Weil irgendwann mal jemand mit Glück hier... Ich probiere es nochmal. Also eben hat es nicht funktioniert. Vielleicht habe ich irgendwas falsch eingegeben. Nö. Merkwürdig. Also ich vermute mal, du hast... Wollen wir das als nicht werten und dann uns beraten?
Warte, ich will noch eine Sache probieren, ob es das sein könnte. Okay. Break schreibt man mit einem K, war? Nicht mit CK. Break? Mit einem K nur, ja. Scheiße. Weil nach, wo ich es falsch hatte, stand da was von wegen, mach erstmal eine Pause. Ach so. Na, ich hatte überlegt, ja, Break. Ich versuche jetzt nochmal das. Das wird ja wahrscheinlich bei dir auch falsch gewesen sein, aber trotzdem. Wir können also schlussfolgern. Okay, es ist tatsächlich. Ja, das ist falsch. Kaffee ist falsch. Kaffee ist falsch. Aber ich habe dann erstmal gedacht, wird zwar ich doch irgendwie nur mit einem F geschrieben und ich bin irgendwie voll dumm. Aber nee, Coffee wird ja mit zwei F und zwei E geschrieben. Mhm. Also eigentlich. Und ich habe halt gedacht, ja, O minus diesen einen Strich ist ein C. Ofe mal zwei. Was wäre das denn dann? Eine Pause. Mach erstmal eine Pause. Eigentlich eine Coffee Break, aber. Ja, aber. Es soll ja auch ein englisches Wort sein. Ich mach mal kurz einen Tipp. Ja, okay, ich nehme ihn auch. Verdopple die Buchstaben. Ja, wow, toll. Nächster? Warte kurz, ich mach mal kurz Notizfunktion. E. Minus Dingens. Na, gibt trotzdem keinen Sinn. Also ich würde immer noch sagen, Coffee würde bei sowas schon rauskommen, wenn man nämlich von dem einen ja, O eben. Ein umgedrehtes C wegnimmt, dann ist ja eben, das ist dann ein C. Nächster Tipp? Ja, komm. Hi. Wenn du die Buchstaben. Wow. Dritter Tipp? Ja. Ah. Ziehe dann einen Teil von einem der. Ja, wow! Ja, also. Wenn du die rechte Hälfte vom O wegnimmst, würdest du ein C. Ist das der Supertipp gewesen? Mhm. Aber dann ist doch. Dann ist es aber doch Coffee! Ja, und das ist falsch? Es ist falsch. Ach so, kann man das E eingeben. Ja, interessant. Mach ich immer. Ja. Aber das ist ja falsch. Ja. Was? Trommelwirbel. Aber man kann ja keine kleinen Buchstaben oder sowas eingeben, dass es irgendwie daran liegen würde. Nee, ist ja. Mach mal eine Pause, Kaffeepause. Ja, wow. Es ist aber falsch. Ja, eben. Backrätsel Nummer 2. Ja, ist jetzt die Frage, ist das. Also. Es kann nur ein Bug sein, wenn man allein schon die Tipps berücksichtigt. Ja. Eben. Also, das Rätsel scheint. Aber andererseits, ich meine, das Rätselbild konnte ich nicht verändern und dementsprechend muss das Japanische auch so sein. Eben, guck mal, wenn du die Buchstaben verdoppelst, dann bist du bei O, O, F, F, E, E. Ja. Ziehe dann einen Teil von einem der Buchstaben ab. So geht es nach Hinweis 3 weiter. Wenn du die rechte Hälfte vom O wegnimmst, wird es zu einem C. Also wird es Okfi? Nein. Quatsch. Aber ich meine, das ist ja dann. Na! Ist mir scheißegal. Ja, ich glaube, mehr Pikarat kann man eh nicht verlieren. Aber dann ist ja. Ja, eben. Mache eben eine Pause und schaue, ob sich etwas verändert. Selbst der Supertipp. Es ist. Ja, es Coffee. Ist Coffee. Es kann nicht anders als Coffee sein. Ja. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Welche Nummer war das? Das war die Nummer, warte, wo sieht man das? Das hast du gerade gesehen, nachdem du es falsch hattest. Ja, mein Gott, warte.
Machst du es nochmal? Ja. Okay. Hin, aber warte mal. So, nochmal ich. Weil ich habe die Seite. Koffek. So, okay, ich habe irgendwo nämlich. Ich will das jetzt nämlich auch wissen. Was soll da das. Die Lösung sein? Recruiting Robot Hamsters. So, gucken wir uns mal den. Nein, Link es an. Wird mir nicht angezeigt. Ich gehe mal kurz raus. Doch, jetzt nochmal. Nee. Nein! Oh! Geh doch nochmal auf neu. Jetzt wird's okay. Angezeigt. Okay. 33. 33, alles klar. Gut, dann gehe ich jetzt auf die Seite dazu. Jupp. So, 33 ist es. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was da die Lösung sein soll. Das ist auch, das wird auch im Japanischen so ange... Die Tipps sind das, ja, aber die Lösung wird nicht angezeigt wohl. Dann wahrscheinlich Coffee. Ja. Also, das kann ich oder, auch. Oder mach mal kurz unter den Rätseln, ist da, da ist ja Coffee. C-O-F-F-E-E. Ich würde sagen, wir haben es jetzt einfach mal so gelöst. Das Rätsel gelöst. Ist Tabak und ich hatte es vor dir. Oh. Ich hatte es ja auch schon die ganze Zeit. Ich konnte es noch nicht eingeben. Ich hatte es vor dir. Nö. Doch. Nö. Oh doch, die Zuschauer können es zeugen. Ich hatte es vor dir. Ich habe die ganze Zeit versucht, das einzugeben. Ich habe doch nicht gesagt, dass ich es habe. Ja, ich hatte es aber trotzdem. Nö. Oh doch. Nö. Nö, das zählt nicht. Ja, okay, das zählt nicht. Aber trotzdem, das ist wie das Protokoll. Ich hatte es davor. Gar nicht wahr. Ich habe die ganze Zeit schon versucht, so Coffee einzugeben. Natürlich wahr. Und es kam mir gelegen, dass dieses erste O von mir als C kann gewertet wurde. Wegmachen? Ja, musst du doch nicht, oder? Nein, ich weiß nicht, was das mach es ins weg. Bild geht. Nein, das geht nicht in das Bild, was aufgenommen wird. Ja, aber... Nein, es, ach so, ja, dann machen wir auch das drüber. Aber dann, ich lasse es trotzdem okay. Für den Fall, dass ja, wir es wieder... Ja, ist okay. Okay, vermutlich nicht lösbar Nummer 2. Ja. Oder verbuggt, oder... Das ist schade natürlich, aber wir wissen, dass es Coffee ist.